So, jetzt haben wir den 10.12.91. Wenn ich mir mal aufhören, wir werden was noch was Warmes machen. Da wir so einen schweren Heroin-Check jetzt durch hatten. Und was das noch alles war, ne? Also Heroin war garantiert dann frei. Ne? Und ich möchte auch nochmal sagen, weil wir sagen das gerade, also das muss man doch für ein schönes, leichtes, unbeschwertes Leben haben. Das muss man doch auch leicht zu unterhalten sein, wenn man so beschränkt ist. Wenn man absichtlich so dumm bleiben will und sein Hirn so schädigt. Also, man versteht die Welt ja dann noch viel besser, ne? Also, das Fortpflanzungsorgan juckt, dann geht's los. Oder der Magen sagt, ich habe Hunger. Oder das Suchtpotenzial wird wieder döller. Und dann nimmt man seine Droge. Und dann hat man natürlich noch ein bisschen, besonders in Deutschland scheint das so zu verbreitet sein, diesen Neidfaktor. Ne? Also, wo man der total neidisch darauf ist, was der andere hat. Anstatt darüber nachzudenken, wie er das geschaffen hat und wie er sich das wirklich erarbeiten musste. Was hat man doch für eine gute Unterhaltung? Was ist man doch leicht zu unterhalten? Das ist unglaublich. Was hat man für Vorstellungen von Leben? Was hat man für Vorstellungen, wie andere sich ihr Leben vorstellen? Und wie leichtsinnig geht man mit solchen Sachen um, dass auch das Recht des Andersdenkenden ist, ne? Besonders in der Demokratie. Und wie leicht dreht man einfach die Gesetze für sich hin, wie man will, weil alle anderen sind sowieso doof und wissen das nicht. Obwohl man gesetzlich verpflichtet ist, als Behörde darauf hinzuweisen, dass man das und das und das und das machen kann. Das blieb ja bei uns auch immer aus. Und man freute sich immer über unsere Widersprüche, die man ja gar nicht verarbeitet hat. Das war denen total egal, genau wie man unseren letzten Widerspruch nicht rechtzeitig bearbeitet hat. Da versuchte man jetzt damit noch dumm zu tun und zu gucken. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist hier alles live, das sind alles Reaktionen einer Behörde. So, und dann dreht man das so hin, wie man will, weil die anderen wissen, kennen die Paragraphen ja sowieso nicht mal eine Schlau. Na, also dem möchte ich mal entgegnen. Das hat meine Frau hier ja jahrelang gemacht. Und dass sie da auch einiges weiß und dass wir da auch in uralten Gesetzbüchern auch noch einiges finden. Weil alles hat man ja nun doch nicht geändert unter Merkel und Gauck und alles andere, ne? Also man hat den Kommunismus hier noch nicht, aber man bereitet ihn ja schon großzügig vor. Und alle anderen helfen. Möchte ich auch noch mal meinen Dank aussprechen für alle anderen, die auch den Kommunismus in China so schön unterstützen. Ne? Indem sie dort billig produzieren lassen, was denn für sie Gewinn ist und was den Weltstaaten sehr, sehr teuer kommen wird. Ne? Weil sie morden und unterdrücken ein 1-Milliarden-Volk. Das möchte ich auch nochmal sagen. Ne? Und nur für seinen Profit guckt man da denn schon ganz großzügig hinweg. So, dass man sich mit dem Terror geleistet hat. Mein Gott. Toll. Wunderbar. Möchte auch nochmal allen anderen sagen, das war nur ganz zufällig, dass wir da reingeraten sind. Dass wir das mitbekommen haben. Und dass wir das jetzt auswerten konnten, dass da alle hypnotisiert waren. Weil davon haben wir doch null Ahnung. So, und wenn wir das schon rauskriegen, wir beiden Plüschis, die noch bis 2009 noch keinerlei Ahnung von Hypnose haben und
ganz bitter am eigenen Körper lernen mussten, wie sie immer wieder anders dran waren, auch dies Jahr wieder 2012. Dann sollte jeder verstehen, wie einfach das war, wie einfach es war, die Schlussfolgerung zu ziehen und genau darauf zu kommen, dass diese Täter nur hypnotisiert werden und dass dadurch überhaupt erstmal diese Massenabfertigung entsteht. Weil das war ja so, man konnte sich ja gar nicht mehr retten vor Terroranschlägen, beispielsweise in Irak, wenn ich mich da richtig erinnere, oder auch in Israel, ne? Ein Ding nach dem anderen. Und das ist so einfach. Aber nur so ist das so einfach. Weil anders sich sowas bilden, sich dann erstmal ein Hass entwickeln und so weiter, na, das dauert aber viel, viel länger. Nur so geht es schnell und ist einfach. So, und auch weil es nur junge Menschen sind, sollte doch jedem klar sein, wie sowas vonstatten geht. Und warum man das denn mit jungen Menschen am leichtesten machen kann. So, da bin ich nur enttäuscht von den Psychologen der Welt. Da bin ich nur enttäuscht. Das war ja wohl ein bisschen zu einfach. Weil wir haben davon nun gar keine Ahnung und haben uns dann nie mit beschäftigt und sind darauf gekommen. Und das ist mir doch ein bisschen sehr, sehr einfach. Und da bin ich auch enttäuscht. Und auch wenn mich jetzt noch weniger mögen, das tut mir leid, sowas spreche ich immer knallhart an. Das ist doch ganz wichtig. Da kann man nicht auf den Einzelnen Rücksicht nehmen, wenn es um so viele geht, die gar nicht wissen, woher das kommt. Und die sich immer wundern, dass denn total normale, kluge Menschen, die sich gut entwickelt haben, plötzlich zu Terroristen werden. Angeblich zu Terroristen, sage ich schon mal, ne? Weil auch wie man uns als Idioten abgestempelt hat und als, was weiß ich, Staatsfeinde Nummer 1 hier in Deutschland, wurden die anderen doch auch nur als Terroristen abgerichtet. Nichts anderes und hatten nie eine Chance und konnten nie da wirklich gegenhalten. So, und was sie mit uns in unserem ganzen Leben gemacht haben, das sollte doch auch schon allen klar geworden sein. Trotzdem ist es doch schön, dass man das auch mal so ansprechen kann. Jetzt ist es schon 1.27 Uhr. Normalerweise würde ich jetzt in meinen schönsten Träumen liegen und schön schlafen. Aber nein, die Vergiftung, die hält mich hier auf und wach. Ja, sehen Sie, auch meine Frau wollte heute Fahrrad fahren. Im Traum. Im Frühling. Ja. So, wir müssen denn hier bleiben und aushalten. Und das einzige Gute, sie sind dann eben sehr einfach und geradlinig in der Denkweise. Ne? Entweder das juckende Fortpflanzungsorgan oder der leere Magen oder die Drogensucht, die dann nur noch befriedigt werden muss. Und dann der Neid und der Hass auf andere, die mehr haben und die mehr können. So, und das ist dann eben eine Lebensbeschäftigung, wo man sein ganzes Leben mit ausfüllen kann. Das war's, ne, Nadine? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.